Fechtsport in mehreren Kategorien und unterschiedlichen Altersklassen gab es am Wochenende in der Reutlinger Storlach-Sporthalle. Denn die TSG Reutlingen richtete das Achalm-Turnier der Degenfechte aus. Einem Ranglistenturnier für Schüler folgten die ersten baden-württembergischen Meisterschaften im Rollstuhlfechten. Parallel dazu wurde das erste Echertz-Wesserle-Turnier ausgetragen. Ein gemischtes Mannschaftsturnier in den Waffen Florett und Degen. Am Sonntag endete dann das Wochenende mit dem Ranglistenwettbewerb der B-Jugend. Die Reutlinger waren dabei sehr erfolgreich. Colin Grundler siegte im B-Jugendturnier. Nils Neumann wurde bei den baden-württembergischen Meisterschaften Zweiter. Und Felix Lindenmann und Hanna Traub siegten im Echertz-Wesserle-Turnier.